Okay. Ich mag grün, mein Design ist auch grün. Und ich hoffe mal, das wusstest du. Sonst würdest du ja nie auf meinen Kanal gehen. Doch, er hat was Grünes. Oh, ich hab noch voll viele Designs für irgendwelche Leute. Und immer wenn ich auf deinen Kanal gehe, dann wird mir erstmal diese Beverly Hills Cop Musik hinterhergeschmissen. Die hat über 3000 Aufrufe, sag mal, wie? Ja, 3000 Aufrufe, das ist. Jedes Mal, wenn jemand auf deinen Kanal geht, muss er das aufrufen. Ja, ich find die aber cool. Ich mag die. Ja, ich meine, ich find sie auch cool, aber nach dem 10.000. Mal wird's dann nervig. Ja, das stimmt schon. Das heißt, du hast mit 10.000 Kanalaufrufe gemacht? Danke. Nein. Oh Mann, aber der Film ist auch genial, Beverly Hills Cop. Sowieso. Teil 1 lief ja letztes Mal wieder. Wow, ich flieg gerade irgendwie durch die Luft. Dann geht's halt jetzt im Rückwärtsgang weiter so. Aber im Rückwärtsgang schaffe ich nur 100. Das ist nicht sehr besonders. Naja, wenn man mal bedenkt, dass ich in der Fahrschule mit dem VW Golf im Rückwärtsgang gerade mal 15 oder so schaffe, dann ist 100 dann doch recht viel. Ja. Und ich bin falsch gefahren. Verdammt nochmal. Wer bist denn jetzt eigentlich mit deinem Führerschein machen und sowas? Ja, es neigt sich gegen Ende. Theorieprüfung habe ich schon bestanden. Praktische Prüfung kommt jetzt dann noch, wenn ich meine Fahrstunden abgearbeitet habe. Ja. Der fährst du demnächst mit einem Bugatti durch die Stadt. Aber klar, der wird grün sein. Dann müsst ihr mir aber ein bisschen Geld spenden, denn den kann ich mir nicht leisten. Ja, aha. Aber nur durchklicken auf Werbung. Wie viel bringt das nochmal? 13 Cent für 100, für 10 Klicks oder so? Keine Ahnung. Irgendwie sowas habe ich im Kopf, keine Ahnung. Ich weiß das nur, kann dass eine ich Welle dauern. Geschnappt werde. Mit dem Bugatti? Ja. Das finde ich ja jetzt nicht sehr toll. Das ist suboptimal. Ja. Suboptimal. Ha, aber jetzt habe ich den SUV voll verarscht. Ich stelle jetzt meine vage Behauptung auf und sage, diese Melodie passt nicht zur Verfolgung. Nö. Aber dein. Und ich habe nur noch eine Minute, verdammt. Ah, dein ultimatives Projektvideo ist einfach episch, ich mag die Musik. Tja. Kannst du mir sagen, wie die Musik heißt? Ich werde es nie verraten, wo ich sie her. Schon allein aus dem Grund, weil ich gar nicht weiß, wie sie heißt. Die ist einfach episch. Und dieses Dumm. Ja, das war eine Sauarbeit. Ja. Ich musste das. 24 Stunden, 22 Stunden, irgendwie sowas, ne? Auf jeden Fall viel. Und ich weiß, dass ich mich verfahren habe und gerade nur noch 30 Sekunden Zeit habe. Aber glaub mir, es hat sich gelohnt. Ja, hat es. So, jetzt lass mich mal durch, Freunde. Oh, jetzt steht auch noch so ein parkendes Auto. Ich bin ganz nah am Ziel. Ich mag keine parkenden Autos. Die sind zu langsam. Ja, vor allem stehen die da wie Betonklötze. Ich kann sie nicht wegschieben. Da ist das Ziel. Da vorne ist das Ziel. 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2. Was ist los? Oh nein, ich muss die Cops abhängen. Nein. Jetzt hast du wieder geleckt. Wenn du gerade was gesagt hast, du leckst gerade ziemlich krass. Ja, Skype hat mich wieder runtergestuft. Okay, wir sind gescheitert. Wir könnten es ja nochmal versuchen. Könntest du? Theoretisch. Theoretisch. Jetzt habe ich schon die Y-Taste gedrückt. Nein. Doch. Das heißt, du bist noch 5 Minuten mindestens an Skype gefesselt. Skype ist doof. Kann ich Skype ist doof, lag. Ja. Wie auf Kommando. Ja. Ich verstehe gar nicht, was Skype hat vorhin. Ich war ich doch erst bei Brain und da hatte ich perfekte Verbindung. Wir haben nichts anderes gemacht, ich hatte sogar noch eine Übertragung. Und Skype ist doof. Jetzt habe ich wieder 3 hier. Ehrlich gesagt, Skype ist doof. Skype kann sich auch nicht angucken. Ich bin gerade einigermaßen gespannt, wie der Sound wird, denn in den letzten Folgen mit Game Search ist sicher vielen aufgefallen, dass mein Sound ziemlich laut war, beziehungsweise mein Headset-Sound ziemlich leise. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe alles gemacht wie immer. Wird sich jetzt zeigen, ich habe den In-Game-Sound einfach übelst runtergesetzt. Ja, ich kann ihn leider nicht mehr hören. Ja. Oh, und ich werde schon wieder hier ziemlich
gecrashed und alles. Mhm. Jetzt hängen nämlich die Porsche und SUVs und alles mögliche an mir dran. Aber Helikopter. Das ist gut. Also, nicht wirklich. Ja, du findest das gut, ich finde das eher nicht so gut. Nein, jetzt sind sie da, aber vorhin sind sie nicht gekommen. Das ist nur fair. Du musst ihnen eine Chance geben. Nein, will ich nicht. Was haben die denn überhaupt gegen dich? Ja eben, ich bin ja ein Kollege. Nein, du bist undercover, das wissen die nicht. Nur die ganz wenigen. Das ist mir egal. Ich häng mir ein Schild raus. Undercover-Cop. Ja. Und dann weiß jeder, dass ich über dem Gesetz stehe. So. Ja. Die Straße ist abgesperrt, ist mir scheißegal. Ich fahre einfach durch, beziehungsweise fliege durch. Ich mag Golfplätze. In Need for Speed. Was magst du? Golfplätze in Need for Speed. Gibt's in Undercover leider nicht mehr. Golfplätze sind cool. Ja. So, zumindest haben wir jetzt noch 3 Minuten ungefähr und das ist die nächste Straßensperre. Oh Gott. Juhu, Straßensperre. Dein Wagen muss heil bleiben, oder? Nee, ich hab... Der Bretter durch in die Mitte. Mach Kopf kaputt. Das macht einfach Spaß. Ich würde ja jetzt irgendwo einen Verfolgungsstopper mitnehmen, ne, wenn irgendwo einer wäre. Ja, aber das häufigste. Da ist einer, den nehme ich mit. Warum ich wohl am häufigsten geschnappt werde, in Need for Speed World, ist, weil ich einfach durch die Straßensperre durch war, dann umdrehe und nochmal durchfahre. Bis alle Wagen davon kaputt sind. Bei mir ist die häufigste geschnappt werden Ursache auf dem Dach liegen. Nee, das habe ich nicht so oft. Nee, das habe ich nur gesagt, weil ich jetzt gerade auf dem Dach gelegen bin. Nein, die häufigste Ursache bei mir ist ja, dass ich durch einen Verfolgungsstopper fahre. Dann kommt diese mega geile Highlight-Kamera und es sieht alles wundervoll aus. Dann fährst du gegen die Wand. Nee, und ich fahre durch Nagelbänder. Okay. Das ist mir schon so oft passiert, dass ich... Ach Gott, jetzt steht da auch noch so ein Kastenwagen. Das ist mir schon so oft passiert, dass ich durch so einen Verfolgungsstopper gefahren bin und dann während der Highlight-Kamera noch ist er automatisch durch Nagelbänder gefahren. Man kann da überhaupt nichts dagegen machen. Ja, weniger Verfolgungsstopper. Das kostet den Start nur was. Mhm. Schüttel die Cops ab. Ja, wäre ich so nicht drauf gekommen. Dankeschön. Danke, dass es mir gesagt wird. Ja, machen. Gibt's Donuts in dem Spiel, also die großen? Nicht, dass ich wüsste. Hm. Aber das war auch mein Lieblingsverfolgungsstopper in Most Wanted. Ja, die packen einfach so toll zu dem Polizisten. Oh, ich mag den. Aber wenn ich doch nur könnte, würde ich jetzt aufnehmen. Aber ich habe, wenn ich wieder aufnehme, habe ich wieder 4 Stunden Aufnahmematerial, weil ich, oh Mann. Oh. Tja, das sind die alltäglichen Probleme eines Let's Players, ne? Ja, meine Festplatte hat eh nur 30 GB frei. Oh, das ist wenig. Ich habe insgesamt 143. Apropos Festplatte, ich müsste tatsächlich mal schauen, wie viel ich schon aufgenommen habe. Nicht, dass meine Festplatte voll wird. Oh verdammt, ich habe nur noch 1 Minute, fällt mir gerade auf. Mhm. Und noch ein Haufen Cops hinten dran. Porsche und so ein Zeug. Ja. Das ist total doof, meine externe Festplatte will einfach nicht funktionieren. Meine interne Festplatte ist gut wie voll. Und eine zweite passt nicht in den PC, dann wird es einfach so ein kleiner Rechner ist. Tja, da würde ich mal sagen, Schicksal. Ja. Ich schaffe diese scheiß Mission nicht. Ich werde wieder verlieren. Noch 30 Sekunden, da hinten ist ein Verfolgungsstopper, den nehme ich jetzt mit. Ich hole mir einfach ganz viele USB-Sticks. Das ist natürlich auch eine Idee. Jo. So, 20 Sekunden noch. 20. Oh, und noch zu viele Cops sind. 17, 16, ich werde es nicht schaffen. 15, nein, jetzt sind es nur noch 7, jetzt 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Zeit abgelaufen. Wie viel Zeit hast du insgesamt? So 5 Minuten. Mhm. Gescheitert. Auf Stufe 4 Verfolgung, habe ich recht? Weiß ich jetzt gar nicht, welche Stufe das war. Zumindest habe ich jetzt keinen Bock, das nochmal zu machen. Und schau jetzt mal schnell, wie viel ich aufgenommen habe. Es sind viele Dateien.
Es sind 46 Giga. Dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle einfach das Desaster. Ich werde versuchen, den Bugatti alleine zu stehlen. Okay. Und dann bedanke ich mich bei Vogelerkiller fürs Mitmachen und fürs Dabeisein und fürs Singen und fürs Tanzen und fürs Laggen und überhaupt für alles. Danke, geil. Jetzt hab ich schon wieder nur zwei Stiche. Ich hör's. Ja, ich sag. Genial. Gut, dann sage ich einfach an dieser Stelle: Ciao, bis zum nächsten Mal. Du darfst auch noch Tschüss sagen, falls es funktioniert. Tschüss und Skype lag mich. Lag mich, genau. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.